Das Jahr 2004 brachte viel Neues. Facebook wurde gegründet, die Ukraine gewann zum ersten Mal den European Song Contest und die EU wuchs um 10 neue Staaten an. Darunter das kleine Slowenien. Und in Brdo nahe Laibach, wo am Mittwoch das gemeinsame Komitee Kärnten-Slowenien tagt, trafen am Montag 4 Staatsoberhäupter zusammen, um 20 Jahre EU-Beitritt Sloweniens zu feiern. Die Gespräche zwischen Sloweniens Präsidentin Nataša Pirc-Musa, Italiens Präsident Sergio Mattarella, Kroatiens Präsident Zoran Milanovic, Ungarns Präsident Tamás Szijjártó und Alexander van der Bellen liefen positiv. Wir 5 repräsentieren die EU mit all ihren Widersprüchlichkeiten. Soll heißen, die Meinung zu bestimmten Positionen der EU gehen auseinander. Es gehöre weniger geredet und mehr getan. Gleiches gelte für eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Es ist ja nicht unsere Schuld, dass an unseren Grenzen Krieg herrscht, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, so Alexander van der Bellen. Europe in a nutshell, würde ich mal sagen. Also in kleinem Rahmen, die unsere 5 Staatsoberhäupter, wenn man so will, repräsentieren die Europäische Union mit allen ihren Widersprüchlichkeiten. Das war schon deutlich. Deutliche Auffassungsunterschiede, was zu geschehen hat, wie schnell es zu geschehen hat. Auf der einen Seite soll alles bleiben, wie es ist. Und auf der anderen Seite stehen große Reformen an. Und wer weiß, wie viel Zeit wir dafür eigentlich haben. Also das war für mich schon interessant, zu hören, dass etwa Ungarn und auch Kroatien sich doch in einem gewissen Gegensatz, will ich das nicht sagen, aber dass da Unterschiede herauszuhören sind im Vergleich zu Italien, Slowenien und Österreich. Wenn Sie jetzt, was zum Beispiel Entscheidungsfindungsprozesse in der EU betrifft, oder wo sind konkrete Unterschiede? Na, auf der einen Seite die Ansicht, die Europäische Union ist kein Staat, das stimmt, aber soll sie sich mehr in eine gewisse Staatlichkeit entwickeln, ja oder nein? Ich vertrete die Ansicht, wenn wir eine gemeinsame Außenpolitik formulieren wollen, rasch, nämlich dann, wenn es notwendig ist, und eine gemeinsame Verteidigungspolitik, das ist ja nicht unsere Schuld, dass an unseren Grenzen jetzt Krieg herrscht, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen und die Konsequenzen daraus ziehen. Und dann können wir uns nicht so viel Zeit nehmen, akademische Gespräche zu führen, sondern etwas zu tun. Und da finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich auch sagen, was die Europäische Kommission vorläufig vorlegt. Es betrifft nicht die zentralen Fragen, sondern im Grunde genommen finde ich angesichts der außenpolitischen Situation Nebensächlichkeit. Bei der Pressekonferenz haben alle Staatsoberhäupter die Wichtigkeit der EU unterstrichen. Jedoch wurde auch betont, dass sich einiges ändern muss. Ein Punkt war, dass Entscheidungen innerhalb der EU schneller getroffen werden müssen. Die EU-Erweiterung brachte Österreich zusätzlich fast 20 Milliarden Euro und 130.000 zusätzliche Arbeitskräfte.